Weltmeisterschaft der Lokomotiven. Titelverteidiger Greaseball gegen Elektra. Weiter dabei Turnow aus Russland, Hashimoto aus Japan, Ruhrgold aus Deutschland, Espresso aus Italien und Rusty, die Dampflok. Mit Volldampf und Donnerwetter ins neue Jahr, meine Damen und Herren. Ein Kindertraum wird hier auf die Bretter gezaubert. Ja, und wer träumt nicht mal gern mit vom Mut der Kleinen gegen die Großen, von wunderbarer Hilfe und von überwältigendem Erfolg. Wir sind für Sie in Bochum beim Starlight Express, dem Rollschuh-Musical schlechthin, dem bislang erfolgreichsten Musical Europas. Ich bin Kabuks und wenn du mich mal suchst, dann schau dich um und du wirst sehen, die Kraft ist Macht. Kraft ist Macht. Das Bochumer Theater wurde eigens für dieses Musical der Superlative gebaut. Eine der kostspieligsten und aufwendigsten Produktionen, die je auf einer deutschen Bühne realisiert wurden. 24 Millionen kostete das Theater, 12 Millionen die Produktion der Show. Der Komponist, der englische Musical-König Andrew Lloyd Webber. Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, Phantom der Oper, Starlight Express, wer zählt seine Stücke, nennt die Namen. Seit Juni 1988 hat der Starlight Express mehr als 3 Millionen Zuschauer hierher gezogen. 8 Vorstellungen pro Woche, täglich 20 Uhr, außer montags. Samstags und sonntags auch um 15 Uhr. Und immer wieder beginnt es mit dem Kindertraum. Züge fahren in den Bahnhof ein und treten an zur Meisterschaft der internationalen Eisenbahn. Und immer wieder geschieht das Unglaubliche. Ja, und natürlich wird hier auch live musiziert. Monitore im Kellerraum für den Dirigenten, damit er die Show verfolgen kann. Und umgekehrt für die Akteure draußen auf der Bühne, damit sie sich im großen Raum ungehindert bewegen können und trotzdem keinen Einsatz verpassen. Keine Lok sieht im Starlight Express wie die andere aus. Was Sie hier sehen, ist die Verwandlung von Michael Rand in Elektra, die hypermoderne Elektrolok. Die Darsteller wurden übrigens für das Schminken angelernt, denn machen müssen sie es ja Abend für Abend alleine. Wer hier auftreten will, muss eben vielseitig sein. Maske, Schauspiel, Gesang, Tanz, Rollschuhakrobatik. Schon die Kostüme sind wahre Kunstwerke, deren Herstellung oft viele Wochen dauert. 13 Ankleider sind dann vor jeder Show emsig damit beschäftigt, den Darstellern in ihre Kostüme zu helfen, die manchmal bis zu 16 Kilo wiegen. Allein bei der E-Lok Elektra müssen 120 Druckknöpfe und Haken geschlossen werden. Wer hierher kommt, ist überwältigt vom technischen Aufwand, mit dem die Geschichte der Dampflok im Kampf gegen die Hightech in Szene gesetzt wird. Blickfang und Herzstück der Bühnentechnik ist die Main Bridge, eine hydraulisch gesteuerte 9 Tonnen schwere Brücke, die über die Bühne zu schweben scheint, sich dreht und immer neue Positionen anfährt. Die 3 unterschiedlichen Bühnenebenen sind durch eine hydraulische Wippe und ein mehrteiliges Hubpodium miteinander verbunden.
Zwischen der ersten und der dritten Spielebene liegen insgesamt 7,5 Meter Höhenunterschied. Auf dem 250 Meter langen Rollschuhparcours prescht das Geschehen mitten durch die Zuschauer hindurch. Und so weiter und so fort. An technischen Glanzlichtern ließen sich noch viel mehr anführen. Schon allein, was hier an Licht- und Tontechnik installiert wurde, ist atemberaubend. Jeden Abend findet vor der Show ein Skate-Warm-up statt, ein Rollschuh-Aufwärmtraining, damit die Körper auf 2,5 Stunden Höchstbelastung vorbereitet sind. Erscheinen Pflicht, und das ist auch besser so. Nicht so wie mit den Pantoffeln, dass man da so einfach reinschlüpft. Das sieht graziös aus, finde ich, ne? And you pull them in like this when you stop. Ja. Ja, das sieht schön aus. Starlight stop. Oh. Watch these mats. For nach außen irgendwo, pressure points, yeah. So you have to be able to press out and in. Nach and außen out. Drücken yeah. und nach and innen. In. Yeah. Und dadurch ergeben sich die Kurven, oder wie? Mm-hmm. Let's do this. Let's go like this. We'll just go here, and you can... Here, there, there, there. Das, jetzt kommen wir zu der höheren Schule schon. Rollen, ein Bein anheben, umfallen. Ja, da sehen Sie es, meine Damen und Herren, ich hab's geschafft. Ich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wenn das kein gutes Omen für 93 ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.